Du musst mich endlich in Ruhe lassen. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Einmal noch. Papierst du es nicht? Es ist aus zwischen uns beiden. Arthur, reiß dir ein bisschen zusammen, die Presse ist da, ja? Sorg du lieber dafür, dass sie hier verschwindet. Und du, was ist? Hast du nichts zu tun? Ohne dich wäre ich schon viel weiter. Ich bin nicht mehr auf deine Sponsorenverträge angewiesen. Geh, Arthur. Musst du immer mit dem Lothar streiten. Julia, mach dir keine Sorgen. Pass auf die auf. Was ist denn los mit ihm? Ich hab keine Ahnung. Morgen, Herr Giese. Alles klar? Bestens, Herr Becker, bestens. Haben Sie Ihr Motorrad mitgebracht? Ja, das ging leider nicht. Haben Sie doch keinen Hänger, oder was? Doch, den Hänger habe ich, aber Sie kein Wegerecht. Verstehen Sie, deswegen komme ich nicht auf Ihr Grundstück. Das ist das Problem. Moment mal, was für ein Wegerecht? Na ja, das Recht, diese Zufahrt zu Ihrer Garage zu benutzen. Da bin ich doch immer lang gefahren. Ja, aber jetzt nicht mehr. Mit dem Kauf der Villa geht das Wegerecht auf den neuen Besitzer über. Ab sofort fährt da niemand mehr durch. Schönen Tag noch. Sorry, die Dinger machen einen Höllenlärm. Ach nee, was Sie nicht sagen. Aber hören Sie, das geht so nicht. Das ist ja geschäftsschädigend, was Sie hier treiben. Oh, es tut mir sehr leid für Ihren Kunden. Kunden? Wenn Sie so weitermachen mit dem Lärm, dann habe ich bald keine Kunden mehr. Ja, seit ich sie einfach nicht mehr nutzen kann, werde ich in Zukunft auf Geländemaschinen umstellen. Da kann ich hinten rumfahren. Leider sind die Dinger allerdings noch ein bisschen lauter. Noch ein bisschen lauter. Hören Sie da, in der Villa sind fast die Scheiben rausgefallen. Naja, was soll ich machen? Ich kann höchstens versuchen, nicht länger als 2 Stunden pro Tag im Grenzbereich zu testen. Mehr kann ich Ihnen nicht versprechen. Oh nein. Warum Sie auch immer Ihrem Leben ein Ende machen wollen, es gibt ganz sicher einen Ausweg. Ich habe nur eine Möglichkeit. Sagen Sie meinen Eltern, dass es mir leid tut. Wir können Sie anrufen. Ich habe ein Telefon. Ja? Einen Schritt weiter und ich springe. Nehmen Sie. Sie müssen meine Leiche verbrennen. Sie dürfen sie nicht anfassen. Nehmen Sie das Telefon. Gehen Sie weg! Ich bin ansteckend. Markus! Bleiben Sie, wo Sie sind! Sie müssen uns in Quarantäne stecken. Brauchen sofort ein Quarantänefahrzeug. Was machen Sie hier? Sehen Sie doch. Meines Wissens nach haben Sie heute gekündigt. Also, was wollen Sie noch hier? Meine Sachen holen. Das sind also Ihre Sachen? Allerdings, ich nehme mein Zeug jetzt mit und verschwinde. Sicher, als ob es in einem Haus wie diesem keine Werkzeugkiste gibt. Ist aber so. Wissen Sie, wie das für mich aussieht? Sie sind noch sauer auf Ihre Arbeitgeber und lassen das eine oder andere mitgehen. Du hast doch nicht meine Tassen im Schrank. Wenn ich sage, das ist meins, dann ist es meins. Stell sofort den Werkzeugkasten hin. Jetzt bluster dich nicht mal so auf, Mr. Wichtig. Und lass mich vorbei. Du kannst gehen. Die Sachen bleiben hier. Denk nicht mal dran. Noch bevor du richtig schauen kannst, habe ich dir den Arm gebrochen. Da
Damit kommst du nicht durch. Das schwöre ich dir. Die Schlüssel? Für die Villa? Aufheben. Aufheben, habe ich gesagt. Na bitte, geht doch. Die Ärmsten. Nico, die bezahlen dich dafür, in der Villa Ordnung zu halten. Das ist dein Job. Ich hatte frei, habe ich dir doch gesagt. Hör auf, mich anzulügen. Du bist einfach nicht zur Arbeit erschienen. Sie dachten, du wärst krank. Ist ja alles bestens. Pass auf. Ich habe mit Frederik Gravenberg gesprochen und die Sache aufgeklärt. Du hast mich also verpfiffen. Überspann den Bogen nicht, Nico. Was soll der ganze Aufstand? Frederik war ganz cool. Er hat meine Kündigung nicht mehr angenommen. Wie, das gekündigt? Keine Angst. Bis ich was Besseres gefunden habe, bleibe ich. Und weißt du was? Frederik versteht wenigstens, dass mich meine Arbeit langsam ankotzt. Nico, ich weiß, dass... Ich habe keinen Bock, ewig der Haustrottel für die Grafenbergs zu sein. Ich glaube, ich habe heute Morgen Mist gebaut. Es gibt nichts, was man nicht wieder gut machen kann. Das ist Patricias Lieblingskuchen. Soll ich ihn einpacken? Ja. Aber du kannst es ja wieder gut machen.